Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute ist Tag 2 hier im Fichtelgebirge. Ja, also ich will heute mal auf den großen Kornberg. Da hatte ich schon immer letztens gesagt, da sehe ich den großen Kornberg. Heute will ich mal darauf. Ich glaube, noch so eine kleine Burgruine ist da auch noch unterwegs. Ja, also das werde ich mir auch noch mit angucken. Ja, mal sehen, was ich dann noch so werde so entdecken. Da gibt es ja meistens immer noch ein bisschen mehr zu entdecken. Vielleicht ein kleiner Steinbruch oder irgend sowas. Ja, also auf jeden Fall bleibt dran, wenn es euch interessiert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Aber vorher trinke ich noch so ein kleines Tässchen Kaffee. Denn der läuft ja gerade durch. Den werde ich mir erstmal genießen. Denn ohne so ein Käffchen am Morgen, da läuft bei mir gar nichts. Ja, hier von diesem Wanderparkplatz gibt es auch einige Wanderrundwege. Ja, ich werde aber eigenen gehen und ich gehe jetzt mal in Richtung Kornberg. Ich starte erst einmal mit so einem ganz einfachen Weg und zwar mit einem Asphaltweg. Es geht erstmal so leicht bergauf. Funktioniert erstmal sehr gut, um warm zu werden. Hier steht Rundweg Nummer 2 Hirschstein. Ja, das ist diese Ruine Hirschstein. Die werde ich jetzt erst einmal zuerst mitnehmen. Demzufolge habe ich dann erst einmal einen guten Wegweiser und muss nicht ständig aufs Navi schauen. Ist einerseits nämlich ziemlich praktisch. Der Weg ist von Asphalt in geschotterten Übergang. Jo, das geht schon mal. So, da haben wir jetzt mal hier so einen kleinen Teich am Wegesrand. Jo, der sieht echt schön grün aus. Vor 14 Tagen, als ich hier war, war das alles noch so schön leuchtend in den Herbstfarben. Jetzt sind die Bäume fast leer. Ja, das merkt man schon, dass es langsam kahl wird. Ich muss sagen, ich habe heute schon einige Leute gesehen. Ja, heute ist ja auch Sonntag. Ist ja auch gut so, dass man mal ein paar Leute sieht. Sonst wäre das ja wirklich schlimm, wenn sich keiner mehr raustraut. Jetzt ist noch mal so ein schöner Ausblick hier nach Kirchenlamnitz. Ja, wo ich letztens auf dieser Burg war. Da hat man auch Kirchenlamnitz gesehen, aber ich sehe die Burg nicht. Heute alles so ein bisschen trübe. Es lohnt sich auch nicht, die etwas größere Kamera rauszuholen, um das mal ranzuzoomen. Da hinten ist alles im Dunst. Ich hatte heute eigentlich geplant, so eine Tour von 18 Kilometern zu machen. Ja, das ist auch so das Maximum, was man um die Jahreszeit noch machen kann. Ja, also wenn die Wege einfach sind, lässt es sich ja leicht laufen. Und da hoffe ich doch, dass ich nicht im Dunkeln wieder zurück bin. Weil heute wird es ja schon ein bisschen zeitiger dunkel. Nämlich eine Stunde, denn die Zeit wurde wieder umgestellt. Ja, dann werden wir mal sehen. Ja, hier so an dieser rechten Seite von meinem Weg kommt hier noch so ein kleines Biotop. Ja, und danach geht es noch einmal links rum und dann müsste ich eigentlich schon fast an der Burg sein. Das hier vor mir, das müsste jetzt der Weg sein, den muss ich hoch. Wenn man diesen Weg so betrachtet, könnte man denken, da oben ist eine Burganlage. Weil das hat so irgendwie so einen Stil von so einem Steinweg, wo die früher so mit den Pferden hochgeritten sind. Ich bin noch mal ganz klein wenig hier von diesem Weg ab. Ja, und hier am Rand ist noch so eine geile Steinformation. Ja, die muss man sich halt mal angucken. Wirklich sehr beeindruckend, das Ganze. Gefällt mir. Jetzt hat es mir eigentlich gereicht. Jetzt habe ich noch mal einen kurzärmlichen angezogen. Wer hätte das gedacht, dass ich am 30. Oktober noch mal kurzärmlich laufen kann? Wirklich sehr romantisch. Dieser schöne schmale Weg. Wie ich gestern schon sagte, rechts und links so niedrige Tannen. Das hat irgendwas. Ja, ich finde mein T-Shirt recht cool. Der passende T-Shirt zur richtigen Jahreszeit. Gelb wie die Blätter. Also mich erkennt man heute nicht. So, jetzt geht es hier rechts ab.
Ja, das hier vor mir sieht schon aus wie Felsen von einer Ruine. Ich weiß zwar nicht, ob sie sind, aber theoretisch könnten sie sein. Mal noch so einen kurzen Schwenk, bevor ich weitergehe. Mal einen Blick nach oben. Ja, die sehen echt gut aus. Hier sind sogar Haken drin. Hier darf man sogar klettern. Hier ist auch so eine Kletterroute. Da steht sogar New Generation dran. Ja, aber hier ist das wirklich ein steiler Überhangfelsen. Ist total irre, da hoch zu klettern. Hier nochmal der Felsen vom seitlichen Profil, damit man ungefähr weiß, wie der Überhang ist. Ja, von hier sieht es gar nicht so steil aus. Und noch ein paar Meter weiter sieht man schon, hier, das sind Steine. Das sieht wirklich aus wie von einer Burgruine, weil die sind ein bisschen anders gelegt. Und hier steht es auch, Aussichtspunkt, Ruine Hirschstein, 744 Meter. Also gehen wir da mal hin und hoffen wir, dass wir freie Aussicht haben für freie Bürger. Ja, hier noch eine etwas schönere Mauer. Da steht dran, Ruine Hirschstein, 1205 bis 1412. Grenzfeste des nordbayerischen Nordgaues. Sitz der Ritter von Hirschberg. Felsen und Ruine stehen unter Denkmalschutz, schont die Zeugen aller Zeiten. Also gehen wir mal hier zu dem Aussichtspunkt. Wirklich sehr schön. Hier kann man besser ins Land schauen. Mal gucken, was wir so sehen. Zumindest da hinten, der ist total unverkenntlich. Das müsste der Schneeberg sein. Ja, und der Turm daneben, keine Ahnung, könnte vielleicht eventuell der Ochsenkopf sein. Und in die andere Richtung habe ich jetzt noch mal so schönes angeleuchtetes Bild hier. Da sieht man noch die restlichen Herbstlaubbäume. Ja, im Hintergrund ein paar Windkraftanlagen. Ja, und wenn ich jetzt hier gegen die Sonne gucke, sind da im Hintergrund auch noch so ein paar stehende Windkraftanlagen. Das zeigt mir, dass heute wirklich wenig Wind ist. Ja, ist auch ganz gemütlich hier oben. Hier zieht es nicht so derb. Ja, und schauen wir nochmal hier die andere Seite nach unten. Ja, es ist doch schon ein ganz schönes Gemäuer, wo ich jetzt hier drauf stehe. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, hier hochzugehen. Man kann wirklich heute schön gucken, auch wenn es alles so ein bisschen diesig ist. Aber meistens, wenn es so diesig ist, bleibt ja das Wetter noch so ein bisschen. Ich meine, heute ging zwar die Sonne etwas rot auf. Ja, das sagt immer ein bisschen schlechtes Wetter vorher. Aber das weiß man immer nicht bei dieser Jahreszeit, weil die Sonne ja relativ flach ist. Da kann man diesen Spruch nicht anwenden. Na gut, da gehen wir jetzt erstmal hier wieder runter und dann gehen wir noch auf den Kumberg. Aber vorher erkundige ich mal noch, wo es hier hingeht. Jetzt nehme ich noch so ein Stückchen runter und da soll dann eine Treppe nach unten gehen. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Nö, hier ist eigentlich nicht weiter. Nur noch so ein Geländer vor mir, wo ich noch ein bisschen niedriger ins Land gucken kann. Also hier versperren mir die Bäume ein bisschen die Sicht. Gut, gehen wir dann auch hier wieder hoch und dann geht es endgültig weiter. Gut, da gehen wir mal auf diesen genialen Pfad hier weiter. Ist übrigens auch in der Kategorie S2, wo ich mich hier gerade befinde. Also da erwarte ich schon ein bisschen fahrtreichen Weg. Ja, und da sollte eigentlich theoretisch direkt auf den Kornberg hochgehen. Mal sehen, ob so ist. Ja, an diesem Schild steht noch dran, dass der Kornberg noch 1,4 Kilometer entfernt ist. Also haben wir noch 1,4 Kilometer diesen Weg. Wirklich echt cool. Bis jetzt bleibt es so schön. Und das Märchenwald-Feeling vom Fichtelgebirge bleibt jetzt auch wieder bestehen. Sieht richtig genial aus. Ah, da fühlt man sich gleich ganz anders, wenn man in so einer Gegend ist. Ich denke, das muss man auch mal zeigen. Hier hat man den schönen Wanderweg total zerfahren. Also das muss man nämlich auch mal sagen. Das ist jetzt nicht so schön. Ich bin jetzt so ein kleines Stückchen weitergegangen. Hier ist alles wieder schön normal.
Also man denkt, hier ist wieder im Märchenwald. Jetzt merke ich auch schon wieder die Steigung, denn hier geht es jetzt wieder so ganz schön etwas nach oben. Aber es ist allmähliche Steigung, also wirklich nichts Aufregendes. Dieser Granitsteinweg, der erinnert mich ein bisschen am Bayerischen Wald, weil es ist hier auch Granit, wie im Bayerischen Wald. Und da ist das so ähnlich. Also warum bin ich eigentlich im Bayerischen Wald gefahren, wenn ich es auch viel näher haben kann? Ach ja, jetzt habe ich eine Fliege verschluckt. Okay, die Berge sind ja nicht ganz so hoch, das ist ja dann schon der feine Unterschied, ob du nun 1000 Meter weniger Höhenunterschied hast. Naja, da habe ich schon den großen Kornberg erreicht. Hier sind zwei Türme. Ich weiß nicht, ob man auf den einen drauf gehen kann, der jetzt hier hinter mir ist, weil das andere ist nämlich ein Funkturm. Ja, also mal schauen. Und zwar ist das hier der Kornbergturm. Ja, also die Tür ist offen, da kann man mal reingehen. Am Anfang ist hier gleich so der Turmgeist, der erwartet gute Spenden. Ich weiß zwar nicht, was für Spenden, weil jede Spende bringt den Staat Steuergelder ein. Habt ihr das schon mal überlegt? So, ich sehe jetzt aus wie der Turmgeist mit der Taschenlampe in der Hand. Ja, und da gehen wir jetzt hier mal hoch. Nur gut, dass ich die Taschenlampe heute eingesteckt habe. Habe ich heute schon aus Sicherheitsgründen gemacht, falls mich die Dunkelheit erwischt, damit ich noch aus dem Wald hinaus finde. Nicht, dass ich so verschollen gehe wie Hänsel und Gretel. Ach, wie ist das? Ganz schön steil, die Treppen. Aber ich bin gleich oben. Aha, hier oben ist eine Tür. Und das Werdelicht. Wie schön. Da hat es sich doch noch mal gelohnt. Von hier hat man noch mal fast die gleiche Aussicht wie vorhin. Ja, bloß ein bisschen höher. Natürlich sieht man hier noch mal den einen Funkturm. Und dann hier noch dieses mächtige andere Bauwerk. Denn dieses mächtig andere Bauwerk kann man fast verwechseln mit dem auf dem Schneeberg. Sieht nämlich fast so ähnlich aus. Ja, und hier noch ein Blick auf die sonnengewandte Seite. Ne, da sieht man natürlich nicht sehr viel. Na, ich schaue noch mal nach unten. Von da unten bin ich nämlich hochgegangen. Wie geil, hier haben sie sogar ein Thermometer. Also am 30. Oktober um 11.01 Uhr habe ich hier 19 Grad. Und das auf den Turm. Gut, das war's dann erstmal. Da werden wir dann wieder runtergehen. Ja, und dann geht es auch gleich weiter. So, jetzt bin ich wieder unten. Ja, also nochmal den Turm von hier unten, damit man es nochmal richtig sieht. Gut, jetzt wird hier allerhand Betrieb. Ja, es wird langsam Mittag, alle kommen hierher. Na gut, dann werde ich dann mal langsam wieder ein Stückchen weitergehen. Ich hoffe, dass ich noch immer noch so irgendwo eine Bank finde, wenn es nachher so um 12 Uhr rum ist, dass man mal ein bisschen Mittag machen kann. Hier mache ich es nicht, ist mir noch ein bisschen zeitig. So, also gehen wir mal weiter. Von dem Kornberg gehen natürlich etliche Wege ab. Ich habe mir jetzt den S2-Weg hier ausgesucht. Er sieht noch mal sehr interessant aus. Ist aber auch ein ausgeschilderter Weg, also da kann man sich so gut wie gar nicht verlaufen. Das hier vor mir sieht aus wie so eine Skiabfahrtspiste. Zumindest sieht man das hier an den Scheinwerfern. Also ist bestimmt so, wie ich sage. Na klar, da bin ich auch gerade vorhin vorbeigelaufen. Hier an der Seite muss dann irgendwo so ein Skilift sein. Ich gehe natürlich erst einmal diese Skipiste runter, weil nämlich hier geht nämlich der Weg lang. So, sehr angenehm. Schöne Wiese hier. Noch ist kein Schnee da. Ich brauche keinen Schnee. Absolut keinen. Ich bin absolute Schneehasser. Hier kann man nochmal den Lift richtig sehen. Der geht hier hoch. Ja, ich werde jetzt da ganz ins Tal runtergehen, da wo der Skilift anfängt. Da jetzt hier an den Hang, wo ich jetzt hin bin, noch so eine schöne Bank ist,
werde ich jetzt wirklich dann eine Mittagspause machen, weil hier ist keine Sau. Hier habe ich Ruhe. Also optimal. So, dann Mahlzeit, dann werde ich es mir erstmal schmecken lassen. So, jetzt gehe ich erstmal hier diesen Skihang runter. Andere Leute, die quälen sich hier hoch. Aber da habe ich bestimmt einen Vorteil. Ich renne eigentlich diesen Berg da hoch. Die quälen sich alle hoch. Aber die sollten vielleicht auch mal die Jacken und die dicken Pullover ausziehen. Sonst ersticken sie vor Hitze. Weil das macht einen nämlich dann total fertig. Nur gut, dass ich heute den kurzen angezogen habe. Da fühlt man sich nämlich dann ein bisschen freier. Da kommt man nicht ganz so mal ans Schwitzen. So, jetzt bin ich hier unten an den Kornberghaus. Ja, von da geht es dann geradeaus hier weiter. Da unten ist übrigens auch ein kleiner Parkplatz. Ja, und den Weg, da gehe ich geradeaus weiter. Ja, dieser Weg ist jetzt wirklich nicht sehr spektakulär. Halt breit und schottrig. Ja, ich werde es überstehen. Ich weiß zwar nicht, ob es da noch so ein paar Highlights auf dem Weg gibt. Ich glaube, ein paar habe ich noch eingezeichnet. Ja, die werde ich dann noch für euch einfangen. Sonst wird es wahrscheinlich relativ trostlos hier so einfach am Weg weitergehen. Mehr oder weniger sind das ja auch Winterwanderwege. Also das sind eigentlich Loipen, wo ich mich gerade hier befinde. Ja, also da ist das dann mal so breit. Ja, hier am Wegesrand wieder eine kleine Bank. Und hier geht dann so ein kleiner Weg ab über diese grüne Landschaft. Und da soll es noch zum dürren Stein gehen. Da führt wieder so ein echter Märchenwaldweg hin. Wirklich genial. Ja, das kleine Felsen-Highlight hier, das hat sich noch echt noch mal gelohnt. Gut, dass ich noch mal hierher gekommen bin. Ist übrigens noch ein richtiger, echter Kletterfelsen. Hier sind wieder Haken drin. Ja, da kann man wahrscheinlich echt gut hochklettern. Ja, wo ich jetzt hier gerade stande, da sind ja auch noch ein paar Haken drin. Selbst die Route würde ich mir noch trauen, hochzugehen. Das sind echt große Griffe. Da kommt man eigentlich gut hoch. Selbst der Weg hier an den Kamin hoch. Ist vielleicht auch machbar, weil hier sind eigentlich viele Stufen drin. Auch wenn es ein leichter Überhang ist, sollte eigentlich auch gut machbar sein. Da sieht hier diese äußere linke Route ein bisschen schwieriger aus. Daneben ist auch noch eine. Da ist ja fast glatte Wand, die da hochgeht. Ja, ich denke mal, das ist schwieriger. Oder die ganz linke, das sind ja quasi nur Stufen, wo man bis hochgehen kann. Ja, das sieht auch ziemlich einfach aus. Ja, diesen Fels muss ich mir mal merken. Der lässt sich wirklich einfach besteigen. Von hinten kommt man auch auf den Fels drauf. Also alles optimal, um da mal so ein bisschen zu üben. Ja, also jetzt sind auch gerade welche gekommen. Scheint sehr beliebt zu sein. Ich finde es jetzt richtig gut, hier durch dieses Laub zu stapfen. Das hat so schön das raschelndes Geräusch. Und dann ist dieser Weg hier mit so einer Wiese bedeckt. Wirklich einsame Spitze. Das ist wieder ein leuchtendes Grün. Das ist gigantisch. Achtung, kleiner Wassergraben vor mir. Und die Pilze sehen jetzt hier auch so richtig genial aus. Richtig toll, wie das so wächst. Jetzt bin ich mal wieder so ein bisschen abseits der Piste. Also das ist wirklich ein richtig schöner Weg. Da trifft man dann auch nicht so viele Leute. Jo, finde ich jetzt richtig entspannend, richtig schön einsam wieder. Der Weg ist hier zurzeit zahlreich mit solchen Pfützen gesät. Übrigens, ich befinde mich hier in einer ziemlich hohen Trinkwasserschutzzone. Ja, und wenn ich dann diese Pfützen hier betrachte und es schwimmen hier solche Ölfilme oben drauf, da stelle ich mir immer die Frage, was trinken wir denn eigentlich?
Andererseits sagen sie uns immer, dass diese Maschinen, die hier im Wald fahren, alle so mit schadstofffreien Öl also auskommen. Ja, was heißt das? Die können uns alles verkaufen. Nämlich mehr oder weniger für dumm. Ja, hier haben sie so ein Loch eingezäunt. Das sieht ja bald aus, als ob hier eine Bombe reingefallen ist. Das ist ein ganz schöner Trichter. Denn das entsteht nicht einfach mal so. Das ist wirklich komisch. Und jetzt laufe ich wieder über so einen grünen, genialen Teppich. Ach, nee. Denn wenn die Bäume nämlich nicht mehr so grün sind, ist das hier wirklich eine wahnsinnige Erholung bei dieser Farbe. Ach, es ist einfach irre. Ist schon seltsam. Hier ist auch irgendwie so eine, sag ich mal, wie gesagt, wie eine Mauer oder irgend sowas, ein ähnliches. Also irgendwas war das hier mal. Ja, noch so ein kleines Stückchen hin ist hier noch was eingezäunt. Ja, das sieht aus wie so ein kleiner Steinbruchsee. Ja, auf jeden Fall genial. Ja, jetzt das Ganze nochmal von einer etwas anderen Seite. Man kann es kaum erkennen, durch diese Bäume wird doch vieles verdeckt. Aber einfach genial. Aber von hier kann ich es nochmal gut erkennen. Hier bin ich nämlich nochmal ganz oben und hier sind die Bäume weg. Also wirklich ein riesen Steinbruch. Ja, gleich hinter diesem Steinbruch geht jetzt dieser geniale Fahrtweg weiter. Irre. Da habe ich ja doch noch mal Erlebnis zum Schluss. Naja, Schluss ist noch nicht. Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. Genauer gesagt, ich habe gerade mal drauf geguckt, sind es noch 7 Kilometer. Also märchenhaft kann der Weg jetzt eigentlich bleiben. Ach ja, da habe ich doch schon heute ganz schön viele solche guten Wege gehabt. Hier nochmal so ein paar kleine Pilzchen. Einfach genial, wie das aussieht hier. Zum Hohen Rheinstein. Ja, das klingt ja nochmal interessant. Wie schön. Und der Weg bleibt spannend. Eigentlich habe ich gar nicht mit so einem genialen Weg hier gerechnet, dass mir Komoot wirklich so eine geile Runde zusammengebastelt hat. Finde ich richtig gut. Also ist wirklich jetzt wirklich richtig schön geworden. So, hier vorne ist ein Stein. Okay, das ist ein Stein. Ob das schon dieser Rheinstein ist, könnte möglich sein. So, hier geht es weiter. Da vorne ist wieder ein Schild. Mal sehen, was da dran steht. Einmal steht hier dran Anbindung Pfarrhaus und einmal Anbindung Kornberg. Na gut, ich werde mal in die Anbindung Kornberg gehen. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Dann ist das hier doch mal der große Stein. Ja, so groß ist der nicht. Ja. Bisschen klein geraten, oder? Ja, da steht nur drauf, dass es der große Stein hier so ein Markierungsstein ist. Also für irgend so eine Grenzvermessung zwischen Staatswald und Hofer Hospital, Schönwalder Rittergrundswaldung mit Jahreszahlen, Monogrammen der beteiligten Forstbeamten. Also nichts Besonderes. Also wenn man näher rangeht, da sieht man ja noch so irgendwelche Einritzungen. Ja, so richtig kann man es nicht mehr erkennen, alles schon so ein bisschen überwachsen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich befinde mich wieder auf dem Rundwanderweg 2, wo ich eigentlich gestartet bin mit diesem Weg. Ja, wenn ich die jetzt normalerweise weitergehe, müsste ich eigentlich theoretisch wieder zum Auto kommen. Ich hatte vorhin an dem Schild gelesen, dass der Weg hier zu Förstersruh geht. Na, gucken wir mal, was das ist. Ja, das ist jetzt diese Hütte von Förstersruhe. Ja, eine schöne Hütte zum Verweilen. Aber mehr als so eine Hütte ist das jetzt hier nicht. Also ich will jetzt auch keine Pause machen, sonst hätte ich vielleicht hier nochmal eine Pause gemacht. Ich will jetzt einfach nur weitergehen. Ja, also das war Förstersruh. Ja, jetzt bin ich nochmal so komisch hier so einen Seitenweg abgebogen. Ja, hier soll es noch so einen Steinbruchsee geben. Jo, ich schau mal, was das ist. Die Bilder sahen auf jeden Fall vielversprechend aus, die ich da gerade gesehen habe. Ja, das nehmen wir natürlich noch mit. Da
muss ich natürlich erstmal diesen genialen Weg gehen. Ist zwar ein Sackgassenweg, den muss ich nachher wieder zurückgehen. Aber nicht so schlimm, da ist es nochmal ein schöner Weg. Ja, das Highlight kann man echt mitnehmen. Ist echt nicht weit von dem Hauptweg entfernt. Ja, also ich bin erst einmal zufrieden, was ich jetzt hier sehe. Ja, die Sonne steht schon relativ flach. Ist gar nicht so einfach, das jetzt hier einzufangen. Ja, also schön blau, würde ich sagen. Jetzt das Ganze nochmal von der hinteren Position. Ja, auch nicht schlecht. Gut, da gehen wir mal den Weg wieder zurück. Denn die Sonne ist wirklich schon ein bisschen flach. Da wird es nämlich bald dunkel. Jetzt bin ich noch mal so einen dunklen Wald abgebogen. Ja, das merkst du dann schon, wenn jetzt fast die Sonne untergeht. Wir haben es jetzt erst 15 Uhr. Nach Sommerzeit wäre es schon 16 Uhr. Naja, in 2 Stunden wird es dunkel. Aber ich glaube, da brauchst du im Dunkeln auch gar keine Taschenlampe. Der Weg, der leuchtet ja richtig. Hätte ich nicht gedacht. Ach Mann, märchenhaft, märchenhaft. Der Weg ist einfach märchenhaft. Übrigens, ich bin jetzt hier an so einer gigantisch großen Wiese rausgekommen. Das hat eigentlich auch mal was. Das muss man sich auch mal kurz geben. Ja, mittlerweile bin ich jetzt schon über 6 Stunden unterwegs. Ich finde immer, das reicht eigentlich für so eine Wanderung. 6 Stunden ist okay. 2,5 Kilometer habe ich jetzt noch. Das Navi zeigt noch an, dass ich noch 45 Minuten habe, bis ich dann wieder zum Ausgangspunkt zurück bin. Also für mich reichen eigentlich solche Wanderungen. Und dann habe ich wahrscheinlich so 17, 18 Kilometer hinter mir gelassen. Das ist immer so, finde ich, immer die Grenze, wo ich noch ein bisschen Spaß dran habe. Ja, also gehen wir jetzt erst einmal langsam zum Auto zurück. Und da freue ich mich schon auf mein Käffchen nachher, weil das ist nachher so ein schöner Erholungstrunk. Da kann man sich dann noch mal richtig stärken. Ich denke, was rauscht denn hier so? Derweil ist das hier so ein kleiner Bach, der hier so einfach so drüber fließt. Ich hab's gleich geschafft. Ist nicht mehr weit, nur noch so ein Kilometerchen auf so einem breiten Weg. So, die letzten Meter. Gleich am Ziel. So, der Kaffee läuft schon. Da gibt es jetzt gleich erstmal lecker Kaffee. Ja, wenn ich jetzt da so ein bisschen rausschaue, da geht schon langsam die Sonne unter. Ja, also ich habe es gerade noch so im Hellen geschafft. So, ich habe jetzt mal das Navi gestoppt. Ja, das sind ja doch 18,5 Kilometer gewesen. Hätte ich gar nicht gedacht. Was haben wir so an Höhenmeter? Naja, 380 ist auch anständig. So, mein Käffchen ist jetzt durchgelaufen. Da werden wir es gleich mal eingießen. Ja, noch ein bisschen Milch drin. Und dann lasse ich es mir erstmal schmecken. Ah, herrlich. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als wie jetzt noch so ein Käffchen zum Feierabend. Ja, ich gucke gerade mal an meinen Thermometer. Also ich habe jetzt 19 Grad. Das ist ja schon 2 Grad über der Wohlfühltemperatur. Weil ja 17 Grad ist ja jetzt hier für Deutschland angesagt. Ja, also da habe ich schon 2 Grad zu viel hier drin. Ja, ich habe dann jetzt, wie gesagt, Feierabend für heute gemacht. Ja, wie war die Tour? Die Tour war auf jeden Fall sehr interessant, abwechslungsreich. Die Wege waren auch sehr toll. Also es war von allen was dabei. Ich sage von allen. Also breit und schmal, immer schön in Kombi. Hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Es gab hier auch eine ganze Menge große Highlights und kleine Highlights. Also was will man denn eigentlich mehr? Das war doch eigentlich absolut top. Ja, und da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen,
Dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!